Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. Im letzten Part haben wir NPCs getötet. Ich muss das genauer formulieren. Unschuldige, wehrlose NPCs getötet, um schwarze Charaktertendenz zu erreichen. Und damit dieser Charakter dort hinten erscheint. Man sieht übrigens auch da neben meinem HP-MP-Balken und so weiter, dieses Augensymbol. Das hat ja vorhin relativ, oder sagen wir mal in früheren Parts, relativ hell geleuchtet und ist jetzt sehr, sehr dunkel geworden. Das repräsentiert unsere schwarze Charakter-Tendenz. Und ich empfehle euch nicht, das in eurem ersten Playthrough blind zu machen, denn nicht nur büßen wir damit jetzt einiges an HP in unserer Seelengestalt ein, nein, dieser NPC, der nur erscheint, wenn wir Böses tun, hat auch nicht wirklich böse, nicht wirklich Gutes im Sinne. Wir erkennen es schon an der Maske. Wir kennen sie aus dem Ladebildschirm. Es ist Mephistopheles. I can see that you have killed in the past. No one can blame you for that. Demon souls are too precious to relinquish. Perhaps a knight like you would have an interest in my offer. I want you to kill Saint Urbain and his followers. You will be rewarded amply. Do we have an agreement? A reason? Just think of it as an opportunity to extinguish a competitor. Natürlich sagen wir ja. Sonst wäre das ja alles umsonst gewesen. Excellent. I'm relying on you. Spammt euch hier übrigens nicht durch die Texte durch. Die ist euch beleidigt, wenn ihr auch nur einmal Nein sagt. Und sie wird uns noch öfter fragen, ob wir jemanden für sie töten. Ja! Sie will, dass wir Saint Urbain töten. Und seine Anhänger. Warum nicht? Keine Sorge, sie wird uns noch bitten, wichtigere NPCs zu töten. Aber ja, sie schickt uns auf eine Tötungsquestline, wenn man so will. Insgesamt 6 NPCs will sie tot sehen. Sie alle sind überaus wichtig für uns. Und sie alle müssen jetzt leider Gottes so nach und nach sterben. Aber bevor wir sie alle umbringen, wollen wir unsere Dämonenseelen ausgeben. Wäre zu schade, wenn wir das irgendwann nicht mehr könnten. Jetzt gucke ich mal als allererstes bei Yuria, weil sie wird noch am ehesten was haben, was ich benutzen will. Ich denke, wir nehmen uns mal Waffenfluch. Die glaube ich, ja genau, die haben wir ausgegeben. Die haben wir ausgegeben und die von Astraea haben wir für das Schwert ausgegeben. Das ist damit schon alles, was Yuria für uns tun kann. Dann geben wir doch gleich noch ein paar Dämonenseelen bei Freak aus. Die haben wir ausgegeben, oder? Ja. Wir können auf jeden Fall mal... Ja. Wir können uns auf jeden Fall mal Giftwolke holen. Der Zauber wird uns definitiv noch von gutem Nutzen sein. Ja, das können wir eigentlich auch mal, die Säurewolke. Das Wolke können wir uns nicht mehr holen. Bring me a patient. So, jetzt muss ich mal kurz meine Liste herholen, weil ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was ich mir von wem holen will. Welche Seelen haben wir denn jetzt überhaupt noch? Wir haben jede Menge farblose Dämonenseelen. Die grauen, glaube ich, die bringen uns sowieso nichts Großartiges mehr. Nee. Gut, dann können wir jetzt einfach mal, damit wir sie haben, noch ein paar Wunder bei Saint Urbain holen. Der ist jetzt nicht sofort aggressiv, der weiß nicht, was wir mit Mephistopheles vereinbart haben. Oh, is that you? Do you have... So... Und wird sich dementsprechend noch nicht gleich uns gegenüber feindlich verhalten. Ja, ach stimmt. Das Wunder hier, das wir für farblose Dämonenseelen kriegen, das habe ich ganz vergessen. Wunder der Seele eines urzeitlichen Dämons stellt den Großteil der TP des Wirkers wieder her. Um das Böse zu bekämpfen, schenkt der Gott der Menschheit besondere Kraft. Ja, ist ein ziemlich gutes Wunder. Kostet uns 3 farblose Dämonenseelen, die wir auch einfach mal jetzt ausgeben werden. Auch wenn wir das Wunder wahrscheinlich nie großartig benutzen werden. Aber wir werden die Seelen jetzt für nicht so viel Wichtigeres brauchen. So. Die heldenhafte Dämonenseele können wir für Zweitleben ausgeben. Das ist ein Wunder, das wir
Wobei, wenn wir den Wunderring anlegen, können wir es tatsächlich sogar benutzen. Die pralle Dämonenseele können wir auch bei Urbane ausgeben. Die zappelnde haben wir jetzt schon ausgegeben, oder? Ja, genau. Die gelbe haben wir ausgegeben, die stürmische können wir ausgeben. Ich benutze, hol mir die Wunde jetzt übrigens nicht, weil ich sie unbedingt benutzen will, sondern einfach primär, damit wir uns das Zeug geholt haben. Wunder werden wir sowieso großartig nicht benutzen, aber wieso soll man nicht... Wir könnten die Seelen theoretisch auch benutzen, um einfach Seelen zu bekommen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so. Was würde uns jetzt mehr bringen? Also, Erholung oder Zweitleben wäre halt an sich schon toll. Ich glaube, ich kann es aber auch nicht nehmen. Ich kann mal kurz was ausprobieren. Wir haben nämlich folgendes Problem. Ihr wisst ja, dass wir Urbane und seine Anhänger brauchen, um uns Wunder merken zu können. Das heißt, sobald Urbane tot ist, werden wir die Wunder, die wir ausgerüstet haben, nicht mehr austauschen können. Das heißt, ich werde jetzt den Ring des Gebets benutzen für ein höheres Wundergedächtnis. Und dann möchte ich mal ausprobieren. Also am ehesten tendiere ich tatsächlich dazu, dass wir uns Erholung. Okay, es lässt sich nicht austricksen. Yes, I said, but you must remember. Ja. Warum funktioniert das nicht? Was bringt es mir, mein Wundergedächtnis zu erhöhen, wenn ich... Ach, ich glaube, ich könnte jetzt zwei Wunder ausrüsten, die nur einen Slot brauchen. War es nicht so? Aber ich kann kein eines Wunder benutzen, das einen Slot braucht. Ja, genau, das geht. Das geht, genau. So war das. Ach nee, Quatsch. So geht's. So. Ich würde sagen, wir nehmen uns Erholung. Zweitleben kann in vielen Situationen auch sehr praktisch sein. Aber ich denke, von der Erholung werden wir deutlich öfter profitieren. Und jetzt möchte ich kurz prüfen, ob ich den Ring ablegen kann. So, deaktiviert heißt, ich krieg's wieder, wenn ich... Da muss ich jetzt tatsächlich selbst experimentieren, weil das mache ich selbst auch nicht so oft. Nee, er schmeißt's raus. Okay, dann behalten wir Heilung. Und werden uns damit abfinden, dass wir in diesem Playthrough keine zwei Slot-Wunder benutzen können werden, denn sobald Urbane tot ist, können wir unsere Wunder nicht mehr ändern. Ich bin gerade echt am Überlegen, was wir dann am besten benutzen. Ja, ich bleibe einfach mal beim TP-Ring jetzt als erstes. So, welche Seelen haben wir jetzt noch übrig? Wir haben noch drei farblose, wir haben noch die graue, aus denen kann man nur eine Waffe machen. Hieraus kann man auch nur eine Waffe machen. Und hieraus auch. Und das sind unsere letzten Boss-Seelen. Dann haben wir uns zumindest mit Wundern und Zaubern eingedeckt. Und dann werde ich doch jetzt glatt mal eben Zeug reparieren. Huch. Ach, das habe ich ja auch noch dabei. Nein. Reparieren, genau. Das ist reparieren. So. Und wir dürfen uns darauf einstellen. Ich werde vielleicht schon gleich mal... Weil das wird wichtig werden. Erstmal lagern wir wieder Zeug ein, das ich nicht brauche. Prima, das Henkerbeil. So. Hier. Übrigens, wir tun das für Mephistopheles natürlich nicht für Laufe. Jeden Mord, den ihr für sie begeht, werden wir natürlich entsprechend belohnt. So. Und wir werden jetzt etwas benutzen, was durchaus sehr, sehr hilfreich beim Kampf gegen... Ja, doch, genau. Was durchaus sehr, sehr hilfreich beim Kampf gegen die NPCs ist. Dann nehmen wir den Flammenstoß raus und dafür die Schonung rein. Ich weiß, ich habe gesagt, dass die Schonung so ein bisschen der Easy-Mode ist und ich sie deshalb nicht gern benutzen will, aber der Kampf gegen die NPCs hier im Nexus ist ein bisschen ein anderes Kaliber. Da werden wir die Schonung sogar brauchen. Und wir werden auch die Giftwolke brauchen, denn das ist ein sehr zuverlässiger Schadensbote für uns. So,
Jetzt muss ich kurz überlegen, wen wir am besten zuerst angreifen. Sie werden alle drei sofort aggressiv, wenn wir auch nur einen von ihnen angreifen. Das Problem ist nur, wenn wir Urbane als erstes angreifen, werden sich die anderen beiden sofort auf uns stürzen. Wenn wir mit ihr anfangen, können wir sie vielleicht so ein bisschen von den anderen abhalten. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Urbane von denen der gefährlichste ist, weil er die meisten HP hat. Wir erledigen erst seine Minions, wenn man es so nennen möchte. Und wir wirken dafür die Giftwolke. Bin mir gerade... So. Das ist übrigens der Grund, warum Giftwolke so praktisch gegen die NPCs ist. Wenn die nämlich vergiftet sind, dann stört die das nicht sonderlich. Das ist so unser Last Resort Move. Jetzt, das Problem allerdings ist, ich bin gerade am Überlegen, ob wir das irgendwann... Ja, jetzt wird nämlich auch nur sie aggressiv. Und das ist genau das, was wir wollen. Und da sie nicht so sonderlich viel aushält, können wir sie jetzt schön von den anderen weglocken. Aufpassen natürlich, dass wir niemanden erledigen nebenbei, den wir nicht erledigen wollen. Ah, sie heilt sich. Heilen ist jetzt nicht so gut von dir. Mir wäre es lieber, du würdest jetzt einfach so tot umfallen. Wenn wir jetzt einfach mit dem Schwert auf sie eingedroschen hätten, hätten die anderen das nicht so toll gefunden. So allerdings kommen wir in den Luxus, dass tatsächlich nur sie aggressiv auf uns wird. Hat wohl ein bisschen damit zu tun, dass nur derjenige, der von uns vergiftet wird, so ein bisschen erkennt, dass wir schuld an diesem Umstand sind. Dasselbe machen wir jetzt einfach mal mit ihm auch. Ah, ich habe ihn getroffen, sehr gut. Das heißt, wir warten auch hier jetzt wieder, bis er aggressiv wird. Das Schöne ist halt, dass das definitiv schon mal guten Startschaden einfach mal drückt. Funktioniert natürlich nur, solange wir nicht getötet werden, weil sobald die uns einmal umgebracht haben, bleiben die natürlich aggressiv, weil die erinnern sich natürlich daran, dass wir sie umbringen wollten. Aber naja, für die Kunst des Let's Plays muss man leiden. Ich habe das hier tatsächlich nur ein einziges Mal in einem einzigen Playthrough gemacht. Aber ich habe mir wieder so ein paar Tipps geholt, wie wir das am besten angehen, denn glaubt mir, die beiden sind jetzt nicht das Problem. Ihr werdet gleich, wenn wir gegen Urbane kämpfen, feststellen, dass der auf einem ganz anderen Niveau kämpft. So. Wir gucken den TP beim Sinken zu. Die Giftwolke verträgt sich natürlich auch sehr, sehr gut mit unserem Blutungsschaden. Das wird primär bei den NPCs relevant, die deutlich mehr TP haben und bei denen dieser Bonusschaden, diese Kombination aus Gift und Blutung wirklich wahre Wunder wirken wird. Wärst du nicht aggressiv? Ach, der hat mich nicht gesehen. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass das so einfach geht. So. Das heißt... Wir könnten es jetzt total billig machen, aber ich will natürlich jetzt auch nicht den totalen Billo-Mode fahren, sondern wenn wir schon gegen Urbane kämpfen, dann wollen wir ihm auch einen fairen Kampf liefern. Was natürlich bedeutet, wir vergiften ihn trotzdem natürlich zuerst und wir buffen uns natürlich zuerst mal mit der Schonung. Und dann kann man ja einfach mal... What are you doing? Er hat weniger TP, als ich dachte, aber er wird ziemlich gut Schaden rausdrücken. Vielleicht wird er gar nicht zu der Gelegenheit kommen, uns das zu zeigen. Yes! Urbane lief unproblematisch, das ist gut. Der kam gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Und er droppt uns was Schönes. Den Ring des Gebets und das Heiligengewand. Den Ring des Gebets haben wir tatsächlich schon. Ich glaube, wir kriegen tatsächlich, abgesehen von den Belohnungen, die wir von Mephistopheles kriegen... keine Items von den NPCs, die wir nicht auch auf andere Weise bekommen. So eben zum Beispiel diese Ringe. Von den meisten kriegen wir eh Ringe, die wir auch auf andere Weise bekommen. Und ich glaube auch das Heiligengewand. Wir können mal kurz gucken, ob wir das schon haben. Da bin ich mir nicht sicher. Es kann sein, dass wir tatsächlich die Rüstungen... Wobei, nein, ich glaube tatsächlich die Rüstungen kriegt man auch alle auf andere Weise. Ach nee, Moment. Doch, Heiligengewand haben wir schon. Also es hat sich bisher nicht für uns gelohnt, das zu tun. Gucken wir doch einfach mal, ob die gute Mephistopheles
also die böse Mephistopheles, uns wenigstens für unsere Mühen entschädigt. Ja, noch haben wir ein Herz. Das wird sich ändern, indem wir Herzloses tun. So. Mephistopheles, ich habe getan, wie du von mir verlangt hast. Done already. Here is your reward. Take it. Eine Fema-Augenstein. Ja, das ist jetzt keine Belohnung, die mich Juhu schreien lässt. Ich denke, euch wird's ähnlich gehen. Keine Sorge, die Belohnungen werden besser, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Wir reden nochmal mit ihr. Now, for your next task. I want you to kill Sage Frake and his apprentice. I will, of course, provide you with a reward of similar value. Natürlich nehmen wir auch dieses Angebot an. Excellent. I'm relying on you. Freak tut natürlich richtig weh. Ich denke, man hat es schon kommen sehen, nachdem wir Urbane töten mussten. Dass natürlich auch Freak auf ihrer Liste steht. Und der tut natürlich weh. Zum einen hat er uns sehr gute Dienste geleistet. Und zum anderen können wir natürlich... Wir haben natürlich jetzt erstmal noch Yuria übrig, bei der wir uns zwar Zauber merken können. Aber ich hab's nur noch mal kurz abgestimmt, weil sonst hätte ich noch mal mit ihm reden müssen. Da wären noch ein paar Sachen zu klären gewesen. Aber so, es ist ethisch nicht in Ordnung, was wir hier tun. Sagen wir es, wie es ist. Es ist absolut nicht in Ordnung, was wir hier tun. Ist es wirklich nicht. Ist es wirklich überhaupt nicht. Aber wir tun es trotzdem. Des Let's Plays zuliebe. Für das Let's Play! Und weil ich noch nicht wirklich viele Demon's Souls Let's Plays auf YouTube gesehen habe, die tatsächlich zeigen, was es mit der Charakter-Tendenz auf sich hat und wie das so abläuft. Klar kann man sich eine Menge Guides, eine Menge Videos angucken, wo Leute die Mephistopheles-Quest machen, aber die wenigsten machen das in ihrem Let's Play. Ich sehe das also als Teil meines Bildungsauftrags. So, mein lieber Freak. Es tut mir wirklich sehr leid. Wir hatten eine gute Zeit miteinander. Und ich habe ein bisschen Angst vor dir, weil deine Zauber werden mir sehr wehtun, wenn sie mich treffen. Aber auch du stehst auf Mephistopheles Liste. Und aus irgendeinem Grund bin ich so wahnsinnig und helfe ihr. Ja, auch er wirkt jetzt natürlich Schonung auf sich. Und da hat man kurz gesehen, er wollte gerade... die Seelenmasse, hieß es, glaube ich, wirken. Den Zauber aus der Seele des gelben Mönchs. Und wir kriegen seine Rüstung, die wir schon bekommen haben. Den Ring der magischen Schärfe, den wir schon bekommen haben. Und die Pestklaue, die wir schon bekommen haben. Und er hat nicht mal was dazu gesagt. Er hat es einfach hingenommen. Dass diese bösartige Frau uns mehr zum Dämonen macht. Als er jemals für möglich gehalten hätte, dass ein Mensch zum Dämonen werden kann. Auch wenn es eher ja Urbane war, der meint, dass man durch die Seelenkunst zum Dämonen wird. Aber natürlich nicht, solange es um seine Seelenkunst der Wunderwirkung geht. Nun denn. Gucken wir uns an, wer als nächstes auf ihrer Liste steht. So, du Monster! Ich habe deine monströse Tat für dich begangen. Done already. Here is your reward. Take it. Ein weiterer Fema-Augenstein. Auch das hat sich noch nicht gelohnt. Don't look at me with that ravenous countenance of greed. There is more work for you. I want you to kill Patches the Hyena. No reason for pause now, is there? Patches? Okay, ja, ja, Pat. Excellent. I'm relying on you. Das tut mir jetzt gerade echt leid, aber ich habe echt vergessen, dass Patches auf ihrer Liste steht. Oh, das nimmt uns einen ziemlich guten Händler weg. Vor allen Dingen habe ich in einem der früheren Parts der Charaktertendenz gesagt, dass man Patches töten kann. Oh Gott, ich hoffe, alle, die
jetzt hier auch Charaktertendenz versuchen, haben Patches nicht schon umgebracht. Sonst werden sie leider um ihre Belohnung gebracht. Oh Gott, ah, das tut mir leid. Oh je. Ah, das habe ich voll vergessen. So ein Mist. Ah, na gut. Dann würde ich aber sagen, bevor wir uns um Patches kümmern und unser blutiges Spiel weiterspielen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ja, ich fühle mich genauso schlecht, wie ihr gerade denkt, dass ich mich fühlen sollte. Und es tut mir auch leid. Ich sehe es als Teil meines Bildungsauftrages. Als Let's Player, der Spiele sehr vollständig spielt und zeigt. Aber ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Ich weiß es doch auch. Ich musste es doch schon bei den Händlern. Oh. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dieser Part hier hat euch gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir mehr NPCs ermorden. Mehr unschuldige NPCs, die uns eigentlich nur helfen wollen und ihre Dienste zur Verfügung stellen. Für heute sage ich Tschüssikowski, euer Pagu.